Liebe Künstlerinnen und Künstler, liebe Kulturveranstalter und Veranstalterinnen. Ernst und Schmäh. Ernst und Schmäh ist ein Verein zur Förderung von Kulturschaffenden. Wir zeigen exklusive Konzerte, Gespräche, Serien und Filme. Sie können uns auch für Auftragsarbeiten engagieren. Ich werde euch heute einen Überblick über die aktuellen Projekte bei Ernst und Schmäh erzählen. News, Podcast, Porträt, Live, TV, Kino, Album, Shop. Wir gehen einfach die Webseite gemeinsam durch. www.ernstundschmäh.at. Dann kommt man auf diese Seite. Da sind die ganzen Porträts von den Künstlerinnen und Künstlern. Zum Beispiel hier Martin Fischerauer. Der ist da auch sehr schön porträtiert. Zum Beispiel hier von der Viktoria Pfeil. Ein ganz schönes Porträt mit viel Text. Hier kann man zu ihrer Webseite gehen. Hier gibt es einen Link zu Ernst und Schmäh TV. Hier sieht man Musikvideos von ihr. Also wirklich ein tolles Porträt. Ich würde sagen, es ist das beste Porträt auf der Seite. Anders als bei der Viktoria gibt es zum Beispiel beim Georg Rauber direkt einfach ein Video. Die Musik ist von mir. Woran arbeitest du gerade? Ich arbeite an meinem zweiten Buch. Das ist... Gut, also der Georg Rauber arbeitet an seinem zweiten Buch und wir gehen weiter zum Menüpunkt Podcast. Es gibt hier zum Beispiel die Ernst und Schmäh Nachrichten. Wenn ich da draufklicke, kommt eine schöne Grafik und hier die Podcasts auf Spotify und auf Apple Podcasts. Ernst und Schmäh Kino, und zwar ist das ein Hörspiel. Das dauert 20 Minuten. Also es gibt verschiedene Podcasts, die kann man sich anhören. Ich empfehle, einfach hier auf einen dieser Links zu klicken, zum Beispiel YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Die sind exklusiv, das heißt, man muss ein Abo abschließen, aber das könnt ihr euch alles dort anschauen. Bei Ernst und Schmäh Live sind alle unsere Veranstaltungen zu sehen, zum Beispiel das Mini-Festival im Fania Live. Hier zum Beispiel die Sommertour, also es sind einfach die Veranstaltungen. Wenn man auf Sommertour klickt, das ist eh ein ganz wichtiges Projekt, findet jedes Jahr statt. Ja, schaut so aus. Ich singe hier und spiele Gitarre, ich bin halt Musiker. Hier zum Beispiel haben wir einen Film gemacht, aber da komme ich gleich später drauf zu sprechen. Das ist die Sommertour, da spielen wir in Gärten und Garagen. Das schaut immer sehr cool aus. Es ist eigentlich ein wunderbares Projekt, muss man schon sagen. Es ist sehr besonders. Das bin ich zufällig mit demselben Hemd und derselben Brille. Dieses Plakat können sich die Leute, bei denen wir spielen, einfach runterladen, einfach mit Rechtsklick. Und dann kann man da unten das Datum und die Uhrzeit draufschreiben, wann wir dort spielen. Ich freue mich schon auf das. Diese Formation, das schaut richtig gut aus. Ein tolles Plakat. So, weiter geht's mit TV. Ernst und Schmäh TV ist unser Abo-Kanal, der ist auch auf jeder Seite hier mit einem großen gelben Knopf markiert. Es gibt auf Ernst und Schmäh TV Serien, Filme, Konzerte. So, das ist die Startseite. Willkommen in der Welt von Ernst und Schmäh. Wir zeigen Mini-Festivals, Albumfilme und Porträts der einzelnen Künstlerinnen und Künstler. Außerdem erscheinen monatlich die Nachrichten von Ernst und Schmäh. Das Jahresabo kostet 50 Euro und ist eine fördernde Mitgliedschaft. Viktoria Pfeil macht einmal im Monat die Nachrichten. Die schauen so aus. Immer wieder ganz, ganz witzig und toll. Das mal. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Nachrichten von Ernst und Schmäh im November. Zum Beispiel den Kinoabend, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Heute machen wir einen Kinoabend auf Ernst und Schmäh TV. Vorab noch die wichtigsten Infos. Wenn Sie auf den Link geklickt haben, sehen Sie rechts im Bild die Playliste und links einen großen blauen Knopf. Und wenn man sich das dann anschauen will, kommt dann dieser blaue Knopf, jetzt Zugang erhalten, da klickt man drauf. Und hier kann man dann entweder ein Jahresabo abschließen oder man holt sich den kostenlosen Zugang zum Paket. Ich empfehle natürlich das Jahresabo zu machen, weil man sich dann das ganze Jahr alles anschauen kann. Dann macht man eine E-Mail-Adresse, Name und fertig. Jetzt sind wir wieder auf der Seite. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Programmpunkt, nämlich Kino. Ernst und Schmäh Kino. Ernst und Schmäh macht Kinoproduktionen.
ganz stolz aktuell bin ich auf den Tourfilm Quartett. Vor, wir sitzen da zu fünft im Bus und haben im besten Fall einfach schon richtig gut geprobt, dass alles perfekt sitzt und können uns dann voll und ganz auf das ganze Erlebnis konzentrieren. Es wird sehr interessant werden, weil man sich näher kommt. Die größte zwischenmenschliche Herausforderung ist sicher, dass es keinen Rückzugsraum gibt. Das sind die zwei Filmemacher, der Max und ich. Das ist nochmal die Band. Also wirklich ein schönes Bandfoto, finde ich. Super Projekt aus dem Archiv. Das ist aus dem Jahre 2012, also jetzt genau 10 Jahre alt. Das war die Band. Rollenschutz ist eine Serie über Menschen, die eine Serie machen wollen. Schnell stellt sich heraus, dass der Regisseur nur an die Hauptdarsteller reinkommt. Rankommen will, und das bin ich. Trotzdem liebevoll. Mit Martin Fischerauer und anderen Leuten. Ein weiteres Projekt ist der Albumfilm von meinem Album Du mit mir. Das ist der Trailer dazu. Album. Hier sind alle Veröffentlichungen von Ernst und Schmäh. Das ist das Album, die Weltlieder von Ernst und Schmäh. Kann man sich auch anhören. Carolina Mellack, Jasmin Meri, Daniel Stratznik, ich, Viktoria Pfeil, Romy Rabitsch, Eleonora Olesko. Die Weltlieder sind ja halt quasi Volksmusik. Un, dos, tres. Stamattina mi son alzato. Vanessa spielt sich auf sein Fiedel, er schön hat sich jede Schlehe, oi Mama. Solche und andere Lieder gibt es eben
auf der Weltlieder-CD, auf dem Weltlieder-Album. Da kommen wir auch wieder zurück zum Thema, nämlich die Webseite von Ernst und Schmäh. Genau. Hier gibt es auch einen Shop. In diesem Shop befinden sich zwei Produkte, nämlich eben die Weltlieder-CD um 16,99 und das Werkbuch mit CD, Du mit mir, um 23,99. Das schaut so aus. Gibt es ein paar Bilder dazu zum Anschauen. So ist das Buch. Das war jetzt mal der grobe Überblick von den Projekten auf der Webseite von Ernst und Schmäh. Jetzt möchte ich noch kurz etwas herzeigen, an dem ich gerade arbeite, nämlich will ich ein kleines Magazin machen. Das ist vollkommen fiktiv. Das wäre die Vorder- und die Rückseite, aber ich habe hier noch ein Mockup gemacht. Genau, das wäre das Mockup, also eine Vorschau. So würde das Cover ausschauen von dem Magazin. Es hätte 50 Seiten ungefähr, also 52, um genau zu sein. Das wäre dann eine Doppelseite von dem Ganzen. Und das wäre die Rückseite. Da habe ich jetzt ein Produkt genommen, in diesem Fall eine Flasche Olivenöl, einfach um zu zeigen, dass Firmen, die Produkte haben und bewerben wollen, dass sie da auch auf der Rückseite von unserem Magazin das kaufen können. Also die Rückseite von dem Magazin kostet 200 €, falls jemand dort eine Werbung platzieren möchte, kann man das gern machen. Ansonsten im Inhalt kostet eine Doppelseite 100 € und eine Einzelseite 50 €. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kulturprojekt bewerbe auf einer Doppelseite, dann kostet das 100 €. Das ist einfach ein Druckkostenbeitrag. Ja, das Ernst und Schmäh Magazin. Bin ich ganz gespannt, was daraus wird. Eine andere Sache noch, an der ich arbeite, ist das Kinderfestival. Das soll halt so ausschauen. So, das muss ich nur speichern. Und wenn ich jetzt hier die Seite refresh, dann sieht man hier Kinderfestival. Das ist halt etwas, an dem wir arbeiten. Da dreht sich wieder das schwarze Würfelchen. Und sobald das Bild hier zu sehen ist, kann ich auf Speichern drücken. Und hier sieht man schon das abgedatete kleine Bild. Es ist immer wichtig, dass bei den Veranstaltungen klar ist, wo sie stattfinden. Also ich arbeite am Jahresplan für Ernst und Schmäh. Ich muss ihn nur kurz finden. Ernst und Schmäh Termine, genau. Also die Termine sind, die Live-Termine im Café 7 Stern sind hier aufgeführt. Darüber hinaus organisiere ich Förderansuchen für die Künstlerinnen und Künstler. Das hier sind die Förderansuchen. Das sind 3, 6, 9, 12, 15, 18, ja, circa 25. Insgesamt Ernst und Schmäh, es ist viel Arbeit, aber ich glaube, es wird im Endeffekt dann auch Früchte tragen. Ich denke, es ist so eine Art Label, Agentur, PR-Agentur, Booking-Agentur. Es ist einfach ein Verein zur Förderung von Kulturschaffenden. Das war's von mir, die Zusammenfassung. Bitte um Kommentare oder Ähnliches, falls es irgendwen interessiert. Ciao.